Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Aonia 93. Also, es war wirklich wieder der Fall gewesen. Es ist eigentlich ganz simpel, dieses Rätsel, nur ich habe so kompliziert gedacht. Ich habe die ganze Zeit probiert, die Steine, die ich in dieser Holzpuppe hatte, rauszukriegen. Ich habe selbst gesagt, sie ist aus Holz, ja? Ich kann nichts rausschrauben und ich habe eine wichtige Sache bei solchen RPG-Spielen vergessen. Eine ganz wichtige Sache. Alles, mit dem man interagieren kann, ist wichtig. Mit was kann ich interagieren? Mit einem Schornstein. Anzünden, die Steine rauskriegen. Dies ist des Rätsels Lösung. Und ich hoffe nicht, dass der Aoni hier wieder auf mich wartet. Wenn ich ja noch mal wüsste. Wo war der? Hier war er nicht. Der war da drüben, oder? Der war da drüben. Okay. Ich war richtig gewesen. Ansonsten wäre der Aoni nicht erschienen. Okay, mein großer blauer Kumpel. Du hast mir wieder hier die Bestätigung gegeben. Dankeschön. Jesus, Criminy. Gut. Wirklich, das könnt ihr euch einfach merken. Das könnt ihr euch merken für Horrorspiele. Wenn die Monster dort auftauchen, wo ihr hingehen müsst, dann geht dorthin. Aber passt auf, dass euch die Monster nicht kriegen. Oh ja. So. Hat er wohl ein bisschen Center gespielt. Ho, warst auch schönartig gewesen. There's a fireplace. A fireplace, of course. Doll. I found the item doll. Ah ne, also hinlegen. Und dann den Leiter. Light the fireplace. Ah yes. Fitze. I found the item redstone. I found the item bluestone. Und eine andere Sache. Oh, jetzt kann der Aoni nicht mal rauskommen. Denn da ist ja jetzt Feuer. Feuerio, meine Freunde. Eine andere Sache, die mir hätte auffallen sollen. Auf beiden Tischen hat man jeweils nur zwei Puppen. Es wäre nie und nimmer symmetrisch gewesen. Und in vielen solchen RPG-Spielen ist auch Symmetrie eine wichtige Sache. Gut. Hier war nichts. Die hatte Augen. Die hatte auch Augen. Aber drüben hatten wir eine Puppe. Eine Glied für kleine Puppe. Die hatte keine Augen, kann die schöne Welt nicht sehen. Doch gleich wird sie in 3D erleben, in Rot und Blau. Und jetzt hebt sie die Hand, keine Ahnung warum. Hier, können wir die Steine einsetzen, oder? Zack, einmal. I inserted the redstone into the door's eye. Remove the redstone? I know. Bluestone? Zack. Also ich habe nicht weitergelesen. Oh ja. Der Kuckste blöd, ne? I found the item Dollhead. Hey ho. Okay. Aoni, lass mich bloß in Ruhe. Ich warne dich. Takeshi? What? Wann? Wieso? Takeshi? Was soll denn das? Warum? Ich weiß, er hatte Schuldgefühl, aber und ich sag überhaupt nichts. Ich sag gar nichts. Und hier kann ich jetzt den Kopf einsetzen, oder? Tatsache. Ta-ta-ta-ta. Oh je. Oh Gott, ich brauche einen Code. Habe ich irgendwo einen Code? Habe ich irgendwo einen Code? Hab ich wo einen Code? Mir würde eine Stelle einfallen, wo ich vielleicht einen Code finden könnte? Weil... Oh, was ist... Stimmt, da war nämlich 528, okay. Ach, der Kamin ist im unteren Zimmer und der Ruß hat es dort jetzt... okay. Ich dachte mir nämlich doch, das ist doch nicht ohne Grund da, oder? Das kann doch nicht ohne Grund da sein. So, Takeshi ist immer... Okay, der Takeshi ist immer noch da. Na, hoffentlich machen wir jetzt nicht hier Aoni angeln. 2...
Nein, andersrum. Zwei. Kakling, I found the item basement key. Na super, wir sollen in den Keller gehen. Und ich habe nachgeschaut, Annex ist ein Nebengebäude, ein Neuanbau. Ich speichere lieber nochmal ab. The basement key. Takeshi, geht's dir gut? Nein, ist nur der Strick gerissen. Ach, Jemini. Okay, okay. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. What? Moment. Das war definitiv nicht der richtige Aoni. Denn war der... Soll das wirklich bedeuten, aber Moment, Moment. Das war Takeshi, der hat sich verwandelt, aber ich dachte, wer vom Aoni getötet wird, wird theoretischerweise zum Aoni, aber er wurde doch gar nicht von ihm getötet, oder? Außer natürlich, der Aoni hat ihn aufgehängt, aber ich glaube nicht, dass er das tun würde. Denkt sich, oder vielleicht denkt er sich ein bisschen abhängen lassen, dann tut der Geschmack sich eher entfalten. Oh je. Dann habe ich eine weitere Theorie. Dieser ganze Ort ist eine Art Nest, eine riesige Falle. Und wer auch immer hier stirbt, ob nun durch den Aoni oder sonst wie, wird zum Aoni. Das ist so ähnlich wie bei The Walking Dead. Solange das Gehirn intakt ist, egal wie man stirbt, man wird zum Zombie. Okay. Okay, jetzt haben wir also einen Mika-Oni rumlaufen und einen Takeshi-Oni. Nun gut. Wo geht's in den Keller? Achso, oh, ich weiß wo. Ja, ich weiß wo, da wo ich durch den Boden gebrochen bin. Ganz klar, ist logisch. Ja, nee, ist klar. Okidoki, Loki. Denn, lass mich erstmal was checken, okay? Ja, der Körper ist weg. Also, es war wirklich Takeshi, der sich verwandelt hat und sich jetzt nach mir gesehnt hat. Mhm. Moment, oder ist das die Tür? Okay. Gut, so, oder meine Lieben, wir sind ein bisschen weitergekommen. Use the basement key. Oh, ist das dunkel! Oh. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh. Ha. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ha. Oh, das gefällt mir. Wenn der hier kommt, ich erschreck mich. Könnt hier bitte irgendwo ein Lichtschalter sein? Oh Gott, it won't open. Okay, wir haben eine Tür mit einem Code. Was haben wir? Wir haben, okay, das tun wir mir gleich mal. Wir haben rot, grün, weiß, blau. Was ist das überhaupt für ein Geräusch, was ich gerade höre? Ist das Atmen? Ist das Wind? Und da haben wir einen Code. Moment, da kann ich was abschrauben, oder? Das hier, glaube ich, oder? Head of the Driver, yes. Und mir gefällt das überhaupt nicht. Aha. Der Joe, der alte Schlauberger hier. Habe ich sofort gesehen. So ein Detail. Okay, was sehen wir hier? Ich schreibe mir das mal auf. Wir haben Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oben. Wir haben zack, zack, zack. Wir haben zacker, zacker, zacker. Sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Soll das eine Nummer darstellen? Pff, ich habe keine Ahnung. Habe ich es mir richtig aufgeschrieben? Ja, ungefähr. Ich weiß noch nicht für was. Pff.
Bitte lasset mich den Lichtschalter finden. I found the item red key. Okay, ich brauche Schlüssel. Ich brauche Schlüssel für die Tür, gut. Oh, oh, die Geräusche. Oh, Jesus Criminy! Hier war ich noch nicht drin gewesen, da ist was. Oh, no. Der hat sich da versteckelt. Versteckelt im Raum, hat nichts gesagt. Die alte Potsau. Oh Gott. Ich hatte damit gerechnet, ganz ehrlich. Ich hatte damit gerechnet, dass wenn ich irgendwo eine Lichtquelle finde, ich mach sie an und der denkt sich, hallo, schön. Aber dennoch, ich hasse es, wenn ich recht habe. Zumindest haben wir jetzt Licht. Und dieses Licht wird doch verdammt nochmal anbleiben, okay? I found the item picture book. A picture book? Wofür denn dies? Schauen wir uns das mal an. Oh, okay. Okay. Ein kleines Männchen im Haus allein. Da kommt daneben her ein Freund herein. Der spricht mit ihm. Schau dir an das Bild. Und weißt du was? Es war ein Nummernschild. The Bookmark. Ich habe einen Bookmark gefunden dann. Ich glaube, ich weiß, was das Spiel von mir will. Oh, warum habe ich jetzt hier die Einfälle? Warum jetzt? Was bringt mir jetzt genau das? Oh. Es zeigt mir an, oder nee? Zeigt es mir an, in welcher Reihenfolge ich die Zahlen drücken muss? Könnte das angehen? Moment, ich überprüfe mal was. Wenn ich überall schaue, wo die Zahlen sind, ja? Wenn ich die vielleicht zusammenzähle? Also wir haben erst Rot. Rot, das wäre unten die 1, oder? Grün haben wir 8 und 2 wäre 10. Oder? Ich schreibe mir das mal anders auf. Also da haben wir definitiv die 1. Vielleicht... Oh! Wie viele Felder mit der Zahl sehe ich? Ich habe ein rotes Feld. Ich habe... Grün habe ich 2 Felder. Weiß habe ich 3 Felder. Und blau habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Wenn es das ist... Die Holzpuppe ins Kaminfeuer zu schmeißen, um die Steine rauszubekommen. Da komme ich nicht drauf, da brauche ich den Walkthrough. Aber wie ich die Tür mit den Farbcodes und den Löchern öffne. Kein Problem. Alter Falter. Und wofür habe ich den roten Schlüssel, bitte? Wofür habe ich den roten Schlüssel? Mika Uni, Takeshi Uni. Also es sind definitiv unsere Freunde, die sich verwandelt haben. Sie waren nämlich gleichzeitig erschienen. Hallöchen, was ist denn da unten? Da ist doch was, oder? Ein zweifacher Item Disc. Wie mir solche Kleinigkeiten auffallen, ganz ehrlich.
Ob das gut ist oder schlecht, keine Ahnung, aber ich hab ne Disc gefunden. Was ist das jetzt? Found in the basement of the annex. A disc. Für einen Computer? Oder was? Mhm. Takuro. Jovo. Takuro, you okay? Yeah, but I twisted my ankle. I'll wait here for a bit. Okay. I found this a little while ago. Take it with you. I found the item vinegar. Das ist doch ein Gewürz, oder? I'll wait here for a bit. Okay. Gut. Also Takuro geht's noch gut. Vinegar. Some cooking vinegar. Ich hab eine Disc. Moment, ist das ein Teller? Ich glaube, das ist ein Teller. Und ich habe Vinegar. Du solltest vielleicht wieder lieber die Tür zumachen, nicht, dass die Aonis dann jetzt auf einmal wieder kommen. Ich habe einen roten Schlüssel. Ich habe einen Disc. Und ich habe Vinegar. The door's locked. Okay. Ich wusste nicht, dass da eine Tür ist. Wo zu wissen. Was soll ich jetzt tun? Wofür habe ich den roten Schlüssel? Vinegar. Kann man Vinegar für was verwenden? Wenn ja, für was? Cooking Vinegar heißt es. Cooking Vinegar. Ne, wisst ihr was? Ich gehe auf meine Küche. Wenn wir nämlich wo was kochen können, dann in der Küche. Und leben Küche. It's free track backing, hä? So, da sind wir wieder. Können wir hier was machen? Den Teller drauf machen. Hä? Was ist das? Das war drauf. Das war drauf. Okay, okay. Ich sehe. Ein Blau. Einmal Blau. Ich sehe. Zweimal rot. Zweimal rot. Und ich sehe, 1, 2, 3, dreimal gelb. Dreimal gelb. Okay. Wofür ich den Code aber brauche? Vinegar. Soak the red key in the vinegar? The rust fell off the key. Ach, das war Rost. Ich dachte, das wäre Farbe. I found the item Iron Gate Key. Okay. Ich habe jetzt einen Schlüssel für ein Eisen. Für ein Eisentor. Dass ich da jetzt schon wieder recht hatte. Warum? Naja, ich freue mich. Dass ich mit meiner Denkweise für voranschreite. Gut. Ein Schlüssel für ein Eisentor. Habt ihr ein Eisentor gesehen? Ich kann mich nicht an ein Eisentor erinnern. Also, wenn ich so ganz ehrlich bin. Ein Eisentor. Ein Eisentor. Welches Eisentor meint er? Habe ich hier drin was verpasst? Hatte ich was vergessen? Der Guru ist noch hier. Hier war nichts gewesen. Oh Mann, ich bin gerade gut drin. Ich will den Part noch nicht beenden. Hier vielleicht. Sieht aus, lockt. Also ist nicht der Schlüssel dafür. The Iron Gate. Oh, Jovo überlebt. Oh no. Okay. Wo hast du ein... Moment, da ist ein Loch. Kann ich da durchfahren? Moment. Wo habe ich ein Eisenschloss gesehen? Ne, Moment. Wie heißt es nochmal? The key to the Iron Gate in the basement of the annex? Okay, gut, dass da steht.
Wo war da ein Eisentor? Hallusche, da bin ich wieder. Moment, das ist wahrscheinlich doch das Eisentor, aber ich muss es manuell auswählen, oder? Nein. In the basement of the Annex. Wo ist hier ein Eisentor? Ich kann mich Eisentor? Habe ich hier was verpasst? Eisentor? Wo ist hier ein Eisentor? Ich sehe kein Eisentor. In the basement of the Annex. Jetzt steht sogar da, wo ich hin soll und ich komme nicht drauf. Komm schon. Du hast es bisher geschafft. Du wirst jetzt ja wohl die Lösung finden, oder? Iron Gate. Schau dir alle Räume genau an, Schufe. Du hast irgendwas verpasst. Kannst du mir helfen? Hast du irgendwo hier ein Eisentor gesehen? Dann wait hier vor, bitte. Wo ist hier ein Eisentor? Da ist eine Tür, aber ich kann den Schlüssel dort nicht verwenden. Aber sonst gibt's ja doch gar keine Tore. Oder muss ich hier noch was drücken? The door's locked. Ich habe doch einen Schlüssel. Wofür habe ich eigentlich die... In the basement of the Annex. Hier irgendwas verpasst. Hier ist nirgends ein Tor. Und ich bin doch im Keller vom Nebengebäude. Muss ich damit noch irgendwas tun? Wofür die Disk? Ich habe rot, blau, gelb. Okay, meine Damen und Herren. Nein, ich will noch nicht aufhören. The door's locked. Ja, das ist ja auch kein Eisentor, das ist eine Tür. Oh, komm schon, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ist hier sowas wie ein Geheimgang? Den ich noch nicht entdeckt habe? Und was ist der Code von der Disk? Kann ich die Disk irgendwo einführen? Kann ich die Disk verstampfen, um Seltzer zu kriegen? Ich hasse es. Ich hasse es selber, dass ich jetzt so viel wieder selbst geschafft habe, was wahrscheinlich wieder der schwierigste Teil war, aber der einfachste Teil gelingt mir wieder nicht. Aber echt, ich sag's euch, wenn ich sehe, wo ich hingehen muss, ja, da steht ja sogar in the basement, im Keller des Nebengebäudes, ich bin im Keller des Nebengebäudes, hier ist kein Tor, ich habe versucht, es manuell auszuwählen, es bringt nichts. Ich muss wieder nachschauen. Ist ja blöd, aber zumindest, ich habe viel geschafft und ja, darauf bin ich auch stolz. Und ja, die Theorie, dass wer immer hier auch stirbt, auf welche Weise wird selber zum Oni, bewahrheitet sich langsam. Oh je. Yeah. Ja, irgendwann kommt sicherlich der Part, wo sich unsere Freunde sich dann in sich selbst verwandeln und so tun, hey, mir geht's wieder Tutti Frutti. Nee, ich hab gesehen, wie er tot war. Die Mika war tot, der Takeshi war tot, der Takos, der einzige, der mir übrig geblieben ist. Und der wird mir wahrscheinlich auch noch in den Rücken fallen, so wie ich solche Spiele kenne. Nun denn, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Aoni gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.